ältere Klassiker, aber auch neuere Filme von den 70ern bis zur Jahrtausendwende sind oft online einfach nicht erhältlich. Die Suche nach dem Lieblingsfilm der Prä-Internet-Ära auf den Streaming-Diensten ist meist vergeblich. Es fehlt also schlicht der Zugang zu Filmperlen aus der Vergangenheit. Damit diese auch künftigen Generationen zugänglich sind, ist es unumgänglich, die Filmdigitalisierung voranzutreiben, bevor diese Schätze zu Staub zerfallen. Filmo präsentiert eine fünfteilige Miniserie. Die Filmdigitalisierung oder wie ein Filmklassiker digitalisiert wird. In Teil 1 haben wir erfahren, dass nach dem besten Ausgangsmaterial gesucht wird. Dieses dann sorgfältig und aufwendig für die nächsten Schritte präpariert wurde, bevor es zum Digitalisierungslabor geschickt wird. Also werfen wir heute einen Blick in den Digitalisierungsprozess und zeigen, wie aus einem analogen Film digitale Daten werden. In Teil 2 – Analog, Digital. Der Spezialtransport ist angekommen. Diesmal mit einem komplizierten Fall. Ganze 50 Filmbüchsen sind für die Digitalisierung des Films »Die Käserei in der Fehfreude« nötig. Hier müssen unterschiedliche Negative und Kopien verwendet werden, um das Original von 1958 nachzukonstruieren. Jetzt wird nochmals jede einzelne Rolle auf Schäden inspiziert und für das Scannen vorbereitet. Die Schrumpfung des Filmes sowie Klebestellen müssen gemessen und die jeweiligen Werte sowie sonstige Feststellungen notiert werden. Das Material soll beim Scannen unter keinen Umständen beschädigt werden. Mittels einer Ultraschallreinigungsmaschine wird dann die Filmrolle gewaschen. Endlich kann die Rolle behutsam in den Filmscanner eingelegt werden. Nun wird von der Maschine jedes einzelne Filmbild abgescannt. Das können für einen Spielfilm bis zu 135.000 Einzelbilder sein. Bei der Digitalisierung wird auf die maximale Auflösung und eine komplette Zeichnung der sehr dunklen und sehr hellen Stellen des Bildes gesetzt, um eine möglichst gute Ausgangslage für die nachfolgenden Schritte zu erhalten. Mit den heutigen Gerätschaften, wie beispielsweise dem ORI-Scan, ist bei einem 35mm Negativ eine Abtastung in 4K und sogar 6K möglich. Im Vergleich zur Full-HD-Auflösung vieler Fernsehgeräte von heute ist die 4K-Version viermal größer. Der dabei entstandene Rohscan oder Einzelbildscan, also das unbearbeitete Bildmaterial, ist mehrere Terabyte schwer. Im Nebenraum wird das Lichttonnegativ in einen Tonscanner eingelegt. Noch knistert es durch die Lautsprecher. Bereits bei der Digitalisierung muss besonders auf eine optimale Übertragung des Tons geachtet werden, damit möglichst wenig Störgeräusche durch Dreck auf dem analogen Datenträger entstehen. Der digitalisierte Ton wird dann separat für die Tonrestaurierung zum Tonstudio geschickt. Wir haben jetzt unser Material digitalisiert. Aber wie geht's weiter? Im nächsten Teil sehen wir, wie der noch unbehandelte Rohscan in die Bildrestaurierung geht, damit ein sauberes Bild über die Bildschirme zu Hause flimmern kann. Ich glaube, mich trifft der Schlaf. Wenn ich dir jetzt nicht begegnet wäre, hätte ich ja nicht einmal etwas erfahren. Der Schwedacht gleich! Amen. Wenn dir diese Videoserie gefällt, Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um Teil 3 nicht zu verpassen. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch.